Herr Wonka und der indische Prinz. Prinz Pondicherry schrieb einen Brief an Herrn Wonka und bat ihn, die lange Reise bis nach Indien zu machen und ihm einen kolossalen Palast ganz aus Schokolade zu bauen, begann Großvater Joseph. Und hat Herr Wonka das geschafft, Großvater? Natürlich. Und was für ein Palast! 100 Zimmer und alles war aus dunkler oder heller Schokolade gemacht. Die Ziegel waren aus Schokolade, der Zement, der sie zusammenhielt, war aus Schokolade, die Wände und die Decken waren aus Schokolade, die Teppiche, die Bilder, die Betten und die Möbel, alles war aus Schokolade. Und wenn man im Badezimmer die Wasserhähne aufdrehte, kam heiße Schokolade heraus. Als der Palast fertig war, sagte Herr Wonka zu Prinz Pondicherry: »Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, die Pracht wird nicht lange halten. Am besten, Sie fangen sofort an zu essen.« »Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde doch nicht meinen eigenen Palast aufessen. Ich werde nicht einmal ein bisschen am Treppengeländer knabbern oder an den Wänden lecken. Ich will in diesem Palast wohnen«, sagte Prinz Pondicherry. Natürlich behielt Herr Wonka recht, denn bald darauf kam ein besonders heißer Tag und die Sonne brannte auf den Palast herab und der Palast fing an zu schmelzen und sank dann ganz langsam in sich zusammen. Und als Prinz Pondicherry von seinem Mittagsschlaf aufwachte, schwamm er schon in einem großen, klebrigen, braunen Teich aus Schokolade. Der kleine Charlie saß ganz still auf dem Bettrand und starrte seinen Großvater an. Er hatte die Augen so weit aufgerissen, dass man das Weiße ringsherum sah. »Ist das wirklich wahr, Großvater, oder machst du dich nur über mich lustig?«, fragte er. »Natürlich ist das wahr«, riefen alle vier Großeltern auf einmal. »Das kann dir jeder bestätigen.« »Und ich werde dir noch was erzählen, das genauso wahr ist.« Großvater Joseph beugte sich dicht zu Charlie hinüber und senkte die Stimme zu einem geheimnisvollen Flüstern. »Niemand kommt jemals heraus.« »Wo heraus?«, fragte Charlie. »Und niemand geht jemals hinein.« »Wo hinein?«, rief Charlie. »In Herrn Wonka Schokoladenfabrik natürlich.« »Großvater, was meinst du damit?« »Ich meine die Arbeiter, Charlie.« »Arbeiter? In jeder Fabrik gibt es Arbeiter«, sagte Großvater Joseph. »Und jeden Morgen und jeden Abend strömen sie zum Fabriktor hinein und heraus, nur in Wonkas Schokoladenfabrik nicht. Hast du schon jemals auch nur einen einzigen Menschen dort hineingehen oder herauskommen sehen?« Der kleine Charlie sah seine vier Großeltern langsam der Reihe nach an, und alle vier schauten ihn an. Ihre lächelnden Gesichter wirkten freundlich und gleichzeitig ernsthaft. In keinem war irgendein Anzeichen dafür zu entdecken, dass sie sich über Charlie lustig machten. »Nun, hast du schon mal jemanden hineingehen oder herauskommen sehen, oder nicht?«, fragte Großvater Joseph. »Ich erinnere mich nicht, Großvater. Jedes Mal, wenn ich an der Fabrik vorbeigekommen bin, ist das eiserne Tor geschlossen«, stotterte Charlie. »Siehst du?«, sagte Großvater Joseph. »Aber es müssen doch Leute dort arbeiten.« »Keine gewöhnlichen Leute, Charlie.« »Was für welche?« »Das ist es ja gerade. Da sieht man wieder, wie gescheit dieser Herr Wonka ist.« »Charlie, es ist Zeit zum Schlafen gehen«, sagte seine Mutter von der Tür her. »Bitte, Mutter, ich muss nur noch eben...« »Morgen, Liebling.« »Ja, morgen Abend erzähle ich dir den Rest der Geschichte«, sagte Großvater Joseph. Die geheimnisvollen Arbeiter. Am nächsten Abend erzählte dann Großvater Joseph die Geschichte weiter. »Weißt du, Charlie, es ist noch gar nicht so lange her. Da haben Tausende von Menschen in Herrn Wonkas Schokoladenfabrik gearbeitet. Aber eines Tages hat Herr Wonka plötzlich alle seine Leute bis auf den letzten Mann entlassen und ihnen gesagt, sie müssten nach Hause gehen und könnten nie wieder bei ihm arbeiten.« »Aber warum?«, fragte Charlie. »Wegen der Spione.« »Spione?« »Ja, die anderen Schokoladenfabrikanten waren neidisch auf Herrn Wonka. Deshalb schickten sie Spione aus, um ihm seine Geheimrezepte zu stehlen. Die Spione ließen sich als gewöhnliche Arbeiter in Herrn Wonkas Fabrik anstellen und jeder von ihnen fand an seinem Arbeitsplatz heraus, wie die verschiedenen Süßigkeiten hergestellt wurden.« »Und dann sind sie zurück in ihre eigene Fabrik gegangen und haben dort alles verraten?«, fragte Charlie. »So muss es wohl gewesen sein, denn mit einem Male verkauften auch die anderen Schokoladenfabriken Eis, das nicht einmal in der Sonne schmolz, und Kaugummi, das niemals seinen Geschmack verlor, und Luftballons aus Bonbonmasse, die man ganz riesengroß aufblasen konnte, ehe man sie mit einer Nadel platzen ließ und abschleckte.
und so noch viele andere Süßigkeiten, die es bis dahin nur bei Herrn Wonka gegeben hatte. Und als Herr Wonka die Plakate der Konkurrenz sah, raufte er sich den Bart und schrie: »Das ist schrecklich! Überall stecken Spione! Sie ruinieren mich! Ich muss meine Fabrik schließen!« »Aber er hat sie nicht geschlossen«, sagte Charlie. »Doch, er hat sie geschlossen. Er hat all seinen Arbeitern gesagt, es täte ihm sehr leid, aber er müsse sie alle entlassen und nach Hause schicken.« Dann hat er das Fabriktor zugemacht und eine dicke Kette vorgelegt. Die Schokoladenfabrik lag plötzlich still und verlassen da. Die Schornsteine rauchten nicht mehr, die Maschinen drehten sich nicht mehr und keine einzige Tafel Schokolade und kein einziger Bonbon wurden mehr gemacht. Keine Menschenseele ging durch das Fabriktor und sogar Herr Wonka war spurlos verschwunden. Monate verstrichen, aber die Fabrik blieb geschlossen. Großvater Joseph fuhr fort. Die Leute sagten: »Der arme Herr Wonka, er war so ein netter Mensch und er hat so wunderbare Süßigkeiten gemacht. Jetzt ist er pleite. Schade.« Dann geschah etwas Überraschendes. Eines schönen Tages stiegen früh am Morgen dünne weiße Rauchsäulen aus den Fabrikschornsteinen. Die Leute blieben verblüfft auf der Straße stehen und staunten. »Was ist denn da los?« riefen sie. »In den Öfen brennt wieder Feuer. Herr Wonka macht seine Fabrik wieder auf.« Sie liefen alle zu der Fabrik hin und rechneten damit, dass das große Tor weit offen stehen und Herr Wonka seine alten Arbeiter willkommen heißen würde. Aber das große eiserne Tor war noch immer verschlossen und die Kette hing davor und Herr Wonka war nirgendwo zu sehen. »In der Fabrik wird gearbeitet«, riefen die Leute. »Wir hören die Maschinen wieder laufen und außerdem riecht es hier draußen nach Schokolade.« Großvater Joseph beugte sich etwas vor und legte seine knochige Hand auf Charlies Knie. »Aber das Geheimnisvollste an allem, das waren die Schatten hinter den Fabrikfenstern, Charlie. Die Leute unten auf der Straße konnten genau sehen, wie sich kleine dunkle Schatten hinter den Milchglasscheiben bewegten.« »Schatten? Von wem?« fragte Charlie. Genau das hätten die Leute auch gern gewusst. Sie schrien: »Die ganze Fabrik ist voller Arbeiter, aber es ist niemand zu sehen und das Tor ist auch verschlossen. Das ist doch einfach verrückt und es kommt auch kein Mensch heraus.« Trotzdem bestand kein Zweifel daran, dass in der Fabrik gearbeitet wurde, fuhr Großvater Joseph fort. »Und die Maschinen haben seit dem Tag nie wieder stillgestanden und das ist nun schon gut 10 Jahre her. Obendrein sind die Schokoladensorten und die Bonbons mit der Zeit immer noch besser und köstlicher geworden. Und klar, wenn Herr Wonka jetzt eine neue wunderbare Süßigkeit erfindet, kann kein Spion ihm das Rezept stehlen, weil kein Mensch mehr in die Fabrik hineinkommt.« »Aber wer macht denn all die Arbeit in der Fabrik, wenn Herr Wonka keinen Menschen hineinlässt?« »Das weiß niemand, Charlie.« »Aber warum fragen die Leute Herrn Wonka denn nicht einfach?« »Weil Herr Wonka sich nie mehr sehen lässt. Das Einzige, was die Fabrik verlässt, sind Pakete voller Schokolade und Süßigkeiten. Sie kommen fertig, verschnürt und adressiert durch eine Falltür in der Mauer und werden dort jeden Tag von der Post mit dem Lastwagen abgeholt.« »Aber wer arbeitet denn nun in der Fabrik?« fragte Charlie wieder. »Mein lieber Junge, das ist das größte Geheimnis in der ganzen Schokoladenbranche«, sagte Großvater Joseph. »Wir wissen nur eines von diesen Arbeitern. Sie müssen sehr klein sein. Manchmal, vor allem spät abends, wenn die Lichter brennen, sind Schatten hinter den Fenstern zu erkennen. Schatten von winzigen Leuten. Leuten, die mir höchstens bis zum Knie reichen. Solche Leute gibt es nicht«, sagte Charlie. In diesem Augenblick kam Charlies Vater ins Zimmer gestürzt. Er war gerade von der Arbeit in der Zahnpastafabrik nach Hause gekommen und schwenkte aufgeregt die Abendzeitung. »Habt ihr schon das Neueste gehört?« rief er und hielt die Zeitung hoch, damit sie alle die riesigen Schlagzeilen auf der ersten Seite lesen konnten. Wonkas Schokoladenfabrik. Für einige wenige geöffnet. Die goldenen Eintrittskarten. »Soll das etwa heißen, dass tatsächlich Leute in die Fabrik hinein dürfen?« rief Großvater Joseph. »Lies uns vor, was darunter steht. Schnell!« Charlies Vater strich die Zeitung glatt. »Also, hört gut zu.« Abendzeitung. Willy Wonka, der weltberühmte Schokoladenfabrikant, den seit 10 Jahren niemand mehr gesehen hat, gab heute folgende Erklärung ab. »Ich, Willy Wonka, habe beschlossen, 5 Kindern, nur 5 und keinem einzigen mehr, zu erlauben, in diesem Jahr meine Schokoladenfabrik zu besichtigen. Ich werde diese 5 Auserwählten selbst durch die Fabrik führen und ihnen alle Geheimnisse und alle Zauberkünste zeigen. Nach der Besichtigung meiner Fabrik erhält jedes Kind genug Schokolade und Süßigkeiten für sein ganzes Leben.
Haltet also Ausschau nach den goldenen Eintrittskarten. 5 goldene Eintrittskarten, auf goldenem Papier gedruckt, sind unter der normalen Verpackung von 5 gewöhnlichen Schokoladentafeln verborgen. Diese 5 Schokoladentafeln können überall sein, in jedem Geschäft, in jeder Straße, in jeder Stadt, in jedem Land der Welt, eben überall, wo Wonkas Süßigkeiten verkauft werden. Und nur die 5 glücklichen Finder dieser 5 goldenen Eintrittskarten dürfen meine Schokoladenfabrik besichtigen und sehen, wie es darin jetzt aussieht. Ich wünsche euch allen viel Glück bei der Suche. Willy Wonka. Der Mann ist verrückt, murmelte Großmutter Josephine. Er ist ein Genie, rief Großvater Joseph. Stellt euch doch mal vor, was jetzt passiert. Die ganze Welt wird nach diesen 5 goldenen Eintrittskarten suchen. Alle Leute werden nur noch Wonkas Schokolade kaufen, in der Hoffnung, eine Eintrittskarte zu finden. Und Herr Wonka macht ein Riesengeschäft. Oh, wie aufregend, wenn wir auch eine goldene Eintrittskarte fänden. Und so viel Schokolade und Süßigkeiten, wie man nur bis ans Ende seines Lebens essen kann. Und alles umsonst, seufzte Großvater George. Wir müssten sie einen ganzen Lieferwagen voll liefern, sagte Großmutter Georgina. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur daran denke, sagte Großmutter Josephina. Unsinn, sagte Großvater Joseph. Charlie, stell dir mal vor, wir würden eine Tafel Schokolade auspacken und auf einmal käme eine glitzernde goldene Eintrittskarte zum Vorschein. Wäre das nicht wunderbar? Ja, Großvater, aber es besteht gar keine Hoffnung. Ich bekomme bloß einmal im Jahr eine Tafel Schokolade, antwortete Charlie traurig. Oh, man kann nie wissen, mein Lieber, meinte Großmutter Georgina. Du hast nächste Woche Geburtstag. Du hast genauso viel Chancen wie jeder andere. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ihr werdet es erleben. Die Kinder, die 5 goldenen Eintrittskarten finden, gehören zu denen, die sich sowieso jeden Tag Schokolade kaufen können. Unser Charlie dagegen bekommt nur einmal im Jahr welche. Es besteht also nicht die geringste Hoffnung, sagte Großvater George.